Ja, hallo liebe Pokerfreunde, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Leckerbissen, denn in diesen Tagen bei der EPT in Wien treffen sich nicht nur die internationalen Superstars in der Pokerszene, nein, auch Film, Fernsehen und YouTube ist da. Ja. Grüßen Sie mit mir Elton, Commander Krieger und Axel Stein. Ja, grüß dich. Alle drei habt ihr gestern gespielt. Wer ist denn jetzt Fernsehen und wer ist YouTube-Star? YouTube ist Commander Krieger, Fernsehen bist du. Und Kino bist du. Klaus. Ja. Ja, alle drei gestern gespielt auch hier, EPT Main Event. Ja. Jetzt ist keiner mehr von euch mit dabei, Elton. Woran hat es gelegen gestern hier? Ich bin ja als erster von den dreien hier raus, nach 3,5 Stunden. Und es hat eindeutig daran gelegen, dass ich am Anfang einfach zu locker gespielt habe. Es hat, die ersten Hände hat es gut funktioniert, dann haben die mich aber durchschaut und dann hatte ich auf einmal nur noch einen Stack von 8.000. Und damit konnte man nicht mehr sehr viel reißen. Aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe gelernt. Hat es trotzdem wenigstens Spaß gemacht, hier dabei zu sein? Ja, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir hatten auch einen sehr, sehr netten Tisch. Wir hatten viel gelacht. Der ukrainische Pro-Spieler hier, Eugene Kachalov, saß mit dir am Tisch. Am Tisch. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so eine große Schande, dass ich ausgeschieden bin. Bei Axel zum Beispiel, da waren ja nur Amateure. Dass der so lange durchgehalten hat, war dann ja klar. Ist das richtig? Und ich natürlich. Amateure und ich. Ja, aber dennoch bei dir gestern Nacht trotzdem noch großen Erfolg gefeiert. Bist ja nicht gleich nach Hause gegangen nach dem Ausscheiden. Nee, ich habe noch ein bisschen Cash Game gespielt. Ich spiele ganz gerne immer Cash Game, ja. Und Fazit, kann man da eine Zahl nennen, Axel? Habe ich jetzt nicht im Kopf, wirklich nicht. Auf jeden Fall lief's gut. Commander, Du hast dich dann kurz nach Elton verabschiedet. Wie ist es bei dir gelaufen? Ja, ich hatte auch einen starken Tisch. Daniel Pidun war bei mir am Tisch, der das Main Event in Berlin gewonnen hat. Und dann später wollte ich den Hero Call machen, wo ich gedacht habe, er blufft. Und ja, jetzt stehe ich hier und nicht er. So, aber ihr könnt euren Ruf wieder retten. Ja, ihr seht schon an dem Buzzer. Ja, wir haben hier was vorbereitet, Elton. Das kommt dir bekannt vor. Heute ist ja auch Dienstag. Ja. Ne? Ich muss auch zurück. Ganz du fliegst schnell. Auch zurück und dann heute Abend blamieren oder kassieren. Wir haben uns ein bisschen, also wir haben das natürlich aus deinem Format ein bisschen kopiert. Wir haben uns sowas Ähnliches vorgestellt. Eine Anzeige und eine Klage? Ja? Natürlich, ich denke schon, oder? Aber er hat keinen roten Anzug an. Ja, ich habe keinen roten Anzug an, also Patent. Okay. Ist okay. Ja, wir spielen sowas Ähnliches. Wir haben das jetzt einfach mal Blöffen oder Kassieren genannt, obwohl das Ganze mit Blöffen nicht viel zu tun hat. Okay. Ich werde dir gleich Fragen stellen. Wenn ihr meint, die richtige Antwort zu wissen, beziehungsweise... kassierst du eine. Ja, ganz genau. Beziehungsweise auch während ich die Frage schon stelle, so wie das bei dir auch im Format immer ist, könnt ihr gerne schon buzzern. Ja. Und können die anderen dann beantworten, wenn jemand anders, wenn der Elton zum Beispiel drückt und falsch beantwortet? Nein. Ja, dann, du kannst, du, ja, du kriegst halt ganz genau. So. Kannst du die Frage dann zu Ende anhören? Mach mir gar nichts. Ich gucke 0-7. Ja, wir sind gespannt, Elton. Ich bin ganz besonders auf dich gespannt. Ja, was gibst du dir für Chancen? Was rechnest du für dich aus? Bist du hier ganz vorne mit dabei von den drei Jungs? Nee, auf gar keinen Fall. Ich lese ja mal die Fragen vor und da stehen die Antworten drunter. Das heißt, ich selber weiß ja auch nie was. Deswegen bin ich ja eigentlich... Ich dachte, du improvisierst da. Nee? Nee? Ich bin keine... Ich improvisiere. Ich habe alles vorgeschrieben. Ich bin nur eine Marionette. Ja, wir sind gespannt. Was, einmal kurz Buzzer-Test, einfach alle mal draufknallen. Es gibt natürlich auch einen geilen Preis, ja, den ich euch jetzt ganz kurz zeigen werde. Nathalie Hof wird den euch präsentieren. Nathalie Hof ist unser Preis. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht lässt sich das später auch noch was arrangieren. Nathalie wird euch jetzt kurz den Preis zeigen. Es gibt nämlich neben einer wunderbaren Sachertorte, Elton, das ist sowas, oder? Ja, die ist lecker. Sehr süß, aber lecker. Ja, wenn du die gewinnen solltest, kannst du natürlich auch gleich auspacken und reinbeißen. Gibt es noch einen Pokerkoffer? Mit oben drauf. Habt ihr den schon? Habt ihr schon einen? Braucht ihr noch einen? Man kann immer einen gebrauchen. Man kann immer einen gebrauchen. Ja, super geil, super geiler Preis. Würdest du dich auch freuen? Ja, klar. Voll. Was glaubst du? Große Chancen hier für dich? Du, mal gucken. Ich weiß ja noch gar nicht, worum es geht. Welche Themenbereiche wir irgendwo alles abklappern. Alles. Natürlich auch letztendlich ein bisschen um Poker. Ne? Ach, es geht um Poker. Ja, ich würde sagen, wir fangen an bei jeder richtigen Antwort. Solltest du buzzern richtig beantworten, kriegst du 2 Chips. Ist die Antwort falsch, bekommen jeweils die beiden anderen einen und haben die Chance, die Frage noch richtig zu beantworten und bekommen dann nochmal 2 obendrauf. Rein theoretisch könnte ich gewinnen, ohne eine Frage richtig beantwortet zu haben. Korrekt. Okay. Und letztendlich, wer am Ende die meisten Chips hat, hat natürlich gewonnen und bekommt den Preis. Kannst du dich ein bisschen weiter vorstellen, weil ich jetzt hier gleich lese, ne? Nicht, dass du hier die Lösung liest. So, wir fangen an mit Frage Nummer 1, Elton. Mal reingucken. Nein. Ja, danke für den Tusch. Beim Pokern kommt es neben der Strategie und Können auch auf die Position am Tisch an. Wenn ein Spieler under the gun sitzt, bedeutet das, Commander Krieger hat gedrückt, jetzt sind wir alle gespannt. Ja, dass er einen vorm Button sitzt. Einen vorm Button? Muss ja nach dem Button sein, weil es ja under ist. Also ich würde die Frage jetzt als falsch
So, dann würde ich jetzt gerne mir. So, ich kann das, ja, ich kann das nicht gelten lassen. Ja, Axel, super, schon die zwei Chips verteilt. Jetzt habt ihr noch die Chance, natürlich hier zu drücken. Eigentlich hinter dem. Ich habe die Chance, ich weiß auch die richtige Antwort, aber ich sage einfach, komm, ich beantworte nicht die Frage, da kriegen wir beide einen Jeton. Ist doch angenehm. Elton. Möchte ich aber nicht. Elton Risiko. Möchte ich aber nicht. Under the Gun. Das ist ja hier. Nee, lieber nicht. Miteinander, weißt du? Ich will auch noch. Nathalie. Wir teilen uns die Sache. Kleiner Tipp noch, Under the Gun ist jetzt nicht die beste Position. Wo sitzt man dann ungefähr, Elton? Du bist schon raus. Jetzt ist es zu spät, Commander. Kannst die Frage schließen, wir machen die nächste Frage. Gut, richtige Antwort wäre gewesen. Ohne Button, oder was? Ja, der Spieler sitzt am Platz links neben den Blinds und muss als erster agieren. Ja. Direkt neben dem Big Blind links. Sondern dahinter. Ja, entschuldige. Ja. Ist so, das früh? Das ist ja schon mal ein super Start, würde ich sagen. Und wir machen Frage Nummer 2. Beide gewonnen. Ja, sauber. Beide gewonnen. Genau, Elton und Axel steigen in Führung. Frage Nummer 2. Ian Fleming hat den wohl berühmtesten... Roger Moore 007. Das ist nicht richtig, Elton. Das gibt schon mal einen Chip für Commander Krieger und für Axel Stein. Ja, Axel, mach das bitte. Und ihr dürft die Frage natürlich bis zum Ende anhören. Ja? Ian Fleming hat den wohl berühmtesten britischen Spion erschaffen. Der Spion im Dienste seiner Majestät muss sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. In welchem James-Bond-Film musste sich Daniel Craig in einer High-Stakes-Book... Casino Royale. Richtige Antwort. Oh. Zwei Chips. Noch zwei. Da habe ich aber hier auf Sozial, weißt du, wo er noch mit drin war, wo ich hier, ne? Ah, alles klar, okay, so wird der Wind. Wir fliegen nachher gemeinsam nach Hause. So. Ja. Wird mein Mut nicht belohnt, dass ich schon so früh gedrückt habe? Nein. Gut. Letztendlich jetzt noch nicht, Elton. Wir machen weiter mit Frage Nummer 3. Aufpassen, rechnen. Liegt dir das? Also Mathematik? Da musst du aber auch sagen, wenn es rechnen ist, musst du sagen, wer drückt, muss sofort eine Antwort geben. Machen wir so. Ich zähle dann von 5 runter. Du zählst auch von 5 runter immer, original. Nee, wer drückt, muss sofort eine Antwort geben. Okay, machen wir so. Ich bin mir aber sicher, ihr werdet erstmal nicht drücken. Ihr werdet nicht drücken. So, Achtung, Frage. Heute ist der 25. März. Am 12. Juni findet in Sao Paulo das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2014 zwischen Brasilien und Kroatien statt. In wie vielen Tagen startet die WM in Brasilien? Wie viel? 48. Falsch. Ist falsch. Ich hätte gerne einen Jeton. Ich kann die Frage nicht beantworten. Du bekommst auch einen Jeton. Kannst du dir gerne nehmen. Elton, du kriegst auch einen. Jawohl. So, und ihr habt Zeit. Das ist denn 3, 5 ist 3. Wie viel hatten? Januar, Februar, März. Hat also 31 Tage. Das sind schon mal 6. April, 30 Tage. Das sind schon mal 36. Fangen wir mal an. Heute ist der 25. März. Am 12.06. wird die WM eröffnet. In wie vielen Tagen ist das? Und was hast du gesagt? 15. Juni? Nee. 15. 12. 12. 6. Jetzt habe ich mich schon... einfach bloß meine Ergebnisse 31 dazu. Ist egal. Ich habe mich schon wieder verrechnet. Komm, nächste Frage. Nächste Frage. Ich habe auch keine Lust. So, richtige Antwort wäre gewesen. 79 Tage. Tage. 79 Tage. Ja, verdammt. Er hat gedrückt. So, kein Problem. Ja, wir machen weiter mit Frage Nummer 4. Könnt ihr die müssen eine Antwort geben? Frage Elton. 10. Ja, machen wir. Wir machen 10 Fragen. Ja. Bereits zum 10. Mal wird die größte europäische Poker-Turnierserie, die EPT, veranstaltet. Da seid ihr gerade auch zu Gast, ja? Ja, nie gehört. Bei dieser Turnierserie werden die schönsten Metropolen Europas besucht. Aktuell befinden wir uns bei der EPT in Wien. Wo findet das EPT-Finale in diesem Jahr statt? Monte Carlo. Richtige Antwort, zwei Chips. Nee, zwei Chips. Zwei Chips für Commander Krieger. Ich zwei abgezogen kriegen, weil die spielen ja gar nicht vernünftig. Die warten nur, bis ich erstmal was Falsches gesagt habe. Das ist Taktik. Bedankt oder so. Das wäre mal. Danke, Herr Stein. Man muss aber dazu sagen, Axel Stein jetzt vorne noch. Wir werden mal Kino oder Fernsehfragen stellen und nicht immer so eine Pokerfrage. Ja, Kino hatten wir doch. Er hat doch Axel Stein richtig beantwortet. Kinofrage. So. So, wir kommen zur Frage Nummer 5. Achtung, Sport. Sport, ah. Ja, Sport und ja, werden wir gleich sehen. Anna Kournikova ist eine bekannte Tennisspielerin. Aber nicht nur in der Welt des Tennissports. Ja, Asskönig, sage ich einfach mal. Richtige Antwort. Ist ihr Name ein Begriff? Auch beim Pokern ist sie keine Unbekannte. Welche Starterin wird auch als Anna Kournikova bezeichnet? Asskönig, zwei Chips, Elton. Und da darf man auch gerne klatschen. Ja, da freut sich auch Thomas Lamatsch, wenn man das kurz zeigen kann. Thomas Lamatsch auch da hinten. Ja? Von Thomas Lamatsch auch schon einiges gelernt beim Pokern? Nee, überhaupt nichts. Der kann mir gar nichts beibringen, der Lamatsch. Der labert nur Scheiße. So, Thomas, hast du gehört, ne? Ich habe sogar übrigens, schon auch einen Wodka gegen ihn gewonnen. Der steht immer noch bei mir im Büro. So, meine Wodka, der leer wahrscheinlich, ne?
Mein Lieblingskartenblatt ist ja die German Virgin. Das kennst du doch nicht mehr, was? Nee, was ist ein German Virgin? 9 und 9. 9 und 9 German Virgin? Ja. Ist nein, Lieblingshand? Nein. Verstehst du? Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Was ist deine Lieblingshand? Hast du eine? Nee. Eigentlich nicht, echt nicht. Ich Digga, herzlichen Glückwunsch, wir haben das Niveau erreicht von YouTube. Besten Dank. Was denn? Weiter. Das habe ich ja nicht erfunden. Okay, was nächste Frage. Ja, wir machen weiter, nächste Frage. Frage Nummer 6. Immer mehr Sportler bekennen sich öffentlich zu ihrer Pokerleidenschaft. Nicht nur in der Schweiz verfolgt man die diversen Grand Slam Turniere mit Begeisterung. Auch in Spanien hat der Tennissport eine lange Tradition. Welcher spanische Tennisspieler ist PokerStars Teammitglied? Richtige Lösung, Rafael Nadal. 2 Chips für Commander Krieger. Ja, Respekt, oder? Hättest du das gewusst? Ja, aber ich dachte, ihr wollt noch woanders draus. Ja, das war sonst zu einfach schon. War schon zu einfach? Ja, komm, nächste Frage. So, nächste Frage. Frage Nummer 7. So, wie sieht's denn aus? Elton muss was machen. Elton ist hinten. Die österreichische Bundeshauptstadt Wien ist für den im Dreivierteltakt angelegten Tanz, dem Walzer, weltbekannt. Laut Überlieferungen soll der Tanz am Rhythmus welches Fließgewässers angelehnt sein? Es kann ja nur die Donau sein. Richtige Antwort. Fließt hier auch durch. Richtige Antwort Wien. Elton. Super. Das heißt, so, Zwischenstand. Elton führt. From Hero to Zero. From Zero to Hero jetzt mittlerweile. Ja, das freut mich. 20. Wie viele Fragen haben wir noch? Okay. Wir sind jetzt bei Frage Nummer 8. Frage Nummer 8. Kino. Oh, Axel, ist wieder rein. Axel. Ja, komm jetzt. Die X-Men-Verfilmungen sind ein wichtiger Bestandteil. X-Men, ich habe mich informiert, X-Men wurde mir vorher noch gesagt. Ja, Schweden. Ja. Verfilmungen des Marvel und ja, ist ein wichtiger Bestandteil des Marvel-Universums. Marvel ist der Begriff. Ja. Bei jedem Marvel-Kinofilm gibt es einen Cameo-Auftritt vom Marvel-Mastermind Stan Lee. Welcher kanadische Poker-Profi hatte in der X-Men-Verfilmung X-Men Origins Wolverine eine kleine Gastrolle? Je ne sais pas. Ich weiß also nochmal, kanadischer Poker-Pro. Kleiner Tipp, klein, blond, so, großes kenn, Mundwerk. Ich kenne niemanden aus Kanada. Negriano. Daniel Negriano, richtige Antwort. 2 Chips für den Herrn von YouTube. Das ist auch sehr geholfen. Also, ich wusste, es am nächsten Tag nicht eingefallen. Kriegst du eigentlich auch einen, oder nicht? Ja, mit einem. Guck mal. Möchte ich nicht haben. Nicht von ja, gut, dir. Alles klar. Ist okay. Ich kenne gar keinen aus Kanada. Ne? Ich wusste noch nicht mal, dass das Land. Daniel Negriano sagt dir aber was. Nee, sagt Robin? Nicht. Du kennst den aber. Ich kenne ihn ja. Ich kenne ihn wirklich. Schon eine oder andere Sendung mit dem gesehen. Ja, ja. Was wirklich. Hältst du von dem? Ist das ein Idol für dich so in der Pokerszene? Ja, ich habe den jetzt nicht so verfolgt. Ich kenne ihn halt, aber ich habe ein paar Hände mal von dem gesehen, aber scheint ja ein netter Kerl zu sein. Ist er auch. Cool. Wir kommen zur nächsten Frage. Ja. Wer führt? Wow. Commander Krieger ist vorne, ja. So, Frage Nummer 9. Tusch. Ich kann mal zurück, ich kann mir erlauben. Oh. 2011 war ein besonderes Jahr für die deutschen Pokerfans. Wie jedes Jahr wurde in der Glücksspielmetropole in Nevada, genauer gesagt Las Vegas, die Poker-Weltmeisterschaft ausgetragen. Pius Heinz, ja, wer war Weltmeister? Wie heißt er? Pius Heinz, richtige Antwort. Und schon wieder ist es Commander Krieger, der hier mit dem Wissen und mit Intelligenz überzeugt. Und mit einer gewissen Arroganz. Ich habe euch bei Under the Gun, habe ich euch nur noch die Möglichkeit gegeben, auch mal ein paar Punkte zu holen. Ne? Aber ihr wolltet nicht, da war noch der Hochmut. Pass mal auf. Du kannst aber. Flieger, willst du mir sagen, wie du diesen Scheißkoffer mit in den Flieger nehmen willst? Ja? Den verkaufe ich. Übergepäck, ja? Du kannst die Sachertorte auch gut vertragen. Weißt du, wir passen noch ein bisschen auf unsere Figur. Aber übrigens, beim Flieger gibt es auch so eine Sitzverlängerung. Kennst du die? Die habe ich nicht nötig. So, aber es ist doch noch alles drin. Wir haben noch eine Frage. Ja, komm. Jetzt mal Risiko vielleicht. Ja, ja, also. Frage Nummer 10, letzte Frage. Ja. Neun. Axel. Falsche Antwort. Nein, ich glaube auch, die letzte Frage ist auch die schwierigste. Okay. 2 plus 3 mal 4. Ganz ehrlich, das weiß keiner, glaube ich. Also. Aktuell wird die IPT Wien in der Wiener Hofburg ausgetragen. Das Gebäude ist im architektonischen Barockstil erbaut. Wie heißt der Architekt? So, Freunde, und jetzt kommt ihr. Barock? Ich habe keine Ahnung. Lündberg? Nee. Ganz ehrlich, nee. Ich gebe einen kleinen Tipp. Ja, erstmal Chips. Vorname ist Johann. Ja, Elton, bis du gegoogelt hast, sind wir durch. Ich zähle jetzt von 5 runter. Ja, ich bin nicht so schnell. Ich lasse hier 10 Sekunden Zeit zum Googeln. Was sagt Herr Google? Vorname Johann ist mein Tipp. Aber ich meine. Keine Ahnung.
Noch nie ein Haus gebaut im architektonischen Baustil oder wie? Weniger im Barock, ja. Johann. Ich habe keine Ahnung. Nein, hab ich noch. 4 Sekunden. 4, 3, ich zähle jetzt von 2, 1. Spätmittelalter. So, richtige Antwort. Ich löse das jetzt einfach mal auf, Elton. Das ist, hat doch keinen Sinn. Nee, Goethe war es auch nicht. Richtige Antwort ist Johann Bernhard Fischer von Erlach. Thomas, hättest du es gewusst? Nein, der ist doch bekannt. Hättest du auch nicht gewusst. Ja, das war's. Wir machen mal ein kleines Fazit. Wer hat das Ding gewonnen hier? Sieht aus. Ja. Man sieht gar, ich habe zwar doch mehr Fragen. Nee, ich habe nicht gewonnen. Commander Krieger hat gewonnen. Hat das Ding für sich entschieden. Ja, großen Applaus. Ich kann mich nur freuen. Nathalie Hof bringt dir jetzt deinen Preis. Und wenn du willst, kannst du auch gleich auspacken und reinbeißen. Ja, ne? Rein, ne? Du hast ja gesagt, du willst nichts essen, beides, oder? Ich krieg beides. Willst du auch was haben? Ja. Der Axel war fies zu mir. Was möchtest du denn haben? Du darfst ja auch so die Sachertorte oder den Koffer. Ich nimm die Torte. Ja, Sachertorte für den Elten. Danke. Ja. Ja. Man muss auch Jönne können im Leben. Danke. Ja, jetzt bist du neidisch, ne? Jetzt bist du neidisch. Das Ding ist, der Axel, der kann sich die Torte leisten finanziell. Wir beide ja nicht. Wir am Hungertuch. Der hat gestern ganz viel unten. Geld gewonnen beim Cash Game, der kann sich das leisten. Achtstellig, glaube ich, war es, ne? Aber vielleicht gewinne ich ja heute Abend auch. Ich muss mich heute Abend pokern, übrigens nicht blamieren passieren. Heute Abend ist wieder die TV Total Pokers. Pokerstars.de Nacht. Das ist ein langer Satz. Vielleicht gewinne ich ja da. Ja, werden wir sehen. Hat es euch wenigstens Spaß? Ja, ich bin ja nicht dabei, von daher. Du bist nicht ich reich mal das Mikrofon mal wieder hier an Jensi. Also. Ja, vielen Dank auch fürs Mitmachen. Hat es euch denn Spaß gemacht, die Tage hier in Wien? Ja, sehr. Also Wien ist echt eine mega geile Stadt und das Event hat mir also schon sehr beeindruckend. War ja meine erste EPT. Also werden wir euch wiedersehen vielleicht? Vielleicht wir haben nächsten Monat Sanremo, Monte Carlo. Wenn ihr Zeit habt, kommt ihr mal wieder? Wenn wir Zeit haben, gerne, oder? Also ja, und wir müssen mit Pokerstars nochmal reden. Nicht, dass wir die blamiert haben heute. Das ach, überhaupt nicht. Ja, wo denn blamiert? Wusste, dass schon alles rausgeflogen ist. Also ich meine, Bio Science ist rausgeflogen. Ja, zu Recht. Noch der Weltmeister. Ach. Und jetzt hier, zack. Dann ja. Passiert. Ja, richtig. Nee, dann kommen wir gerne wieder. Dann, wo es auch wärmer ist. Ja. Wo es wärmer ist, dann auf den Bahamas. Im Januar sind wir immer auf den Bahamas oder nach Barcelona. Die European Poker Tour auf den Bahamas. PCA. PCA. Du warst auch schon mal bei der PCA, oder nicht? Ich war auf den Bahamas und da habe ich sogar den ersten Tag überlebt. Warum auch immer. Ja, warum auch immer, weil du es kannst. Und das können Sie heute Abend auch wieder sehen. 22.15 Uhr, Pro7, wenn es wieder heißt, die große TV Total Pokerstars.de. Nach vielen Dank fürs Zuschauen und danke fürs Mitmachen. Bis dann. Ja, und nochmal hier, Handshake. Ja. Danke, ne? Ja, gerne. Ja, gerne. Mann, war das mal eine geile Sendung. Das hat mir richtig Spaß gemacht heute, mit so ganz großen Leuten aus dem Showbusiness hier zusammen zu sein. Ich bin immer noch total aufgewühlt. Ja, die drei sind allerdings schon wieder auf dem Heimweg, haben ja noch Termine und so weiter. Elton muss heute Abend noch beim Pokerstars die E-Nacht spielen und so weiter und so fort. Axel Stein wahrscheinlich dreht da wieder irgendeinen Kinofilm heute Nacht, wer weiß es schon. Commander Krieger hat sich aber noch eine geile Aktion überlegt für seine österreichischen Fans. Ja, er hat hier tatsächlich Fans. Das ist kein Spaß. Hat auf Facebook aufgerufen. Der Erste, der hier vorbeikommt, kriegt seinen Pokerkoffer und alle anderen können natürlich auch kommen und Fotos mit ihm machen. Er gibt Autogramme und da kamen tatsächlich die Kinder direkt aus der Schule hier vorbei. Nicht nur einer, da waren wirklich einiges los da draußen. Ja, einer kam sogar noch mit der PlayStation 3, die er sich hier unterschreiben lassen hat. Die Jungs haben gezittert. Ich war da tatsächlich mit dabei, habe mir das angeguckt. Die waren aufgeregt, wie wenn das Heidi Klum ist, die da vor ihnen steht. Commander Krieger. Also guckt euch das mal an, wer das noch nicht gesehen hat auf YouTube. Da könnt ihr euch sicherlich mal so eine Impression reinholen, was der junge Mann so macht. Und hier seht ihr den Pokerkoffer. Das war der Preis, den ich gewonnen habe. Und ich bin dann mit einem Edding losgezogen und habe alle möglichen Leute von dem Turnier unterschreiben lassen. Und wir fangen mal unten links an. Da ist Martin Pott. Der Potti hat unterschrieben. Da drüber ist die Unterschrift vom Axel Stein. Rechts da drüber ist die Unterschrift von Thomas Lammertsch, dem Turnierdirektor. Darunter, unter dem P von Pokerstars, findet ihr die Unterschrift von George Stanzer. Oben mittig dann Jens Knosalla, den ihr gerade auch schon im Video gesehen habt. Darunter, schräg darunter, ist meine Unterschrift, ein bisschen größer natürlich. Darüber Marcel Luske, der sich es nicht hat nehmen lassen, noch ein Smiley drauf zu malen. Rechts daneben die Unterschrift von Elton. Dann oben rechts Jan Heidmann und unten haben wir Nathalie Hofs Unterschrift. Das waren die Unterschriften, die ich so auf die Schnelle organisieren konnte. Ich hätte gerne noch einen Gus Hansen etc. da drauf gehabt. Die habe ich aber leider nur an den Tischen gesehen und da wollte ich nicht stören. Ich werde jetzt das Ganze nochmal in ein kompaktes Video zusammenpacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich verabschiede mich mit einem guten Schuss. Euer Commander Krieger. Tschüss!